Draghi und das Todesurteil für den DAX. Ich weiß, meine Damen und Herren, dieser Titel ist total übertrieben, ist einfach zu martialisch, ganz klar. Aber er bringt vielleicht bildhaft so ein bisschen was auf den Punkt. Denn der liebe Mario Draghi hat es heute versäumt, gewissermaßen den DAX zu retten. Was hat Draghi gesagt? Naja, so ziemlich alles und nichts. Er hat einmal gesagt, schon in dem Statement tauchte das auf, ja, wenn notfalls die Dinge wieder schlechter werden, dann werden wir noch mehr QI betreiben, sowohl was die Zeit als auch was das Volumen betrifft. Das ist ein frommer Wunsch, das wird gar nicht gehen. Die EZB hat schlicht das Problem, dass sie eben nicht mehr genug kaufbare Anleihen hat. Man kann vielleicht noch im ersten Halbjahr 2018 unter reduziertem Volumen die ganze QI-Geschichte weiter betreiben, aber viel weiter wird es schlichtweg gar nicht mehr gehen, sofern der Kapitalschlüssel nicht geändert wird. Und der Kapitalschlüssel wird nicht geändert, solange Angela Merkel an der Macht ist. Und vieles sieht ja danach aus, als würde sie an der Macht bleiben. Dann hat Draghi auch gesagt, ja, diese unterstützende Geldpolitik, die muss noch beibehalten werden. Wir werden noch lange im Markt sein, etc. Das waren die dovischen Aspekte. Die hawkischen Aspekte, die waren eher die, dass wir im Herbst, so hatte Draghi gesagt, entscheiden werden, wie das mit dem QI weitergeht. Und warum sollte er etwas ankündigen, wenn dann im Herbst nichts passiert? Heute, und das hat Draghi so ein bisschen durchblicken lassen, war ja im Grunde eine Sitzung, die nur so eine Zwischensitzung war. Im September kommen dann die Projektionen über Inflation und Wirtschaftswachstum durch die EZB-Mitarbeiter. Und dann, sagte Draghi, dann wissen wir mehr, aber sehr, sehr viele spricht doch dafür, dass mindestens das Volumen dann runtergefahren wird, wahrscheinlich maximal noch bis ersten Halbjahr 2018, dann ist Schluss mit QI. Man sieht also das Licht am Ende des Tunnels. Aber es war natürlich für jeden so ein bisschen was dabei anfangs und man hat an den Marktreaktionen gesehen, dass da offenkundig jeder das verstanden hat, was er verstehen wollte. Der Euro ging nach oben, auch weil Draghi sich sehr optimistisch und sehr positiv über die europäische Konjunktur geäußert hatte, während die Anleihen der Europeripherie, da sind die Renditen gesunken, also die Risikoprämien gesunken, weil Draghi gesagt hat, ja, diese unterstützende Geldpolitik ist noch länger nötig und wir wollen alles, nur nicht die Verschärfung der Finanzierungsbedingungen. Also es war für jeden was dabei, aber es war in jedem Fall eben nicht genug, um den DAX zu retten, um sozusagen hier einen Dreh reinzukriegen. Und dann kam eben noch die Meldung, dass der Chef des Special Counsel Müller, der ja praktisch beauftragt ist, in dieser Russland-Affäre zu untersuchen, jetzt seine Untersuchungen auf die Geschäftstätigkeiten Trumps ausweiten wird. Er hat die Deutsche Bank aufgefordert, hier die Kontodaten rauszugeben. Gleichfalls wird untersucht Kushner, sein Schwiegersohn, sowie Manafort, dieser ehemalige Wahlkampfmanager von Donald Trump. Also die Schlinge zieht sich jetzt zu, die Geschichte wird enger, die wird heißer. Und das ist jetzt wirklich ein ziemlich explosives Gemisch an den Märkten, das Spannung verspricht. Wir haben ja jetzt wieder die Situation gehabt, neue Allzeithochs beim S&P 500, beim Nasdaq, beim Russell 2000. Also man eilt von Allzeithoch zu Allzeithoch. Die Vola bleibt nach wie vor extrem gering, aber der DAX, der hat schlechte Laune, weil eben der Euro über die 1,16er Marke ausgebrochen ist. Und das ist etwas, was natürlich für heimische DAX-Anleger jetzt nicht so wirklich toll ist. Der DAX fällt, der Euro steigt, aber für Investoren aus dem Dollarraum ist das eine wunderbare Schmerzensgeldprämie sozusagen. Denn wenn der Euro genug steigt, dann kann der DAX sogar fallen und die kommen damit plus minus null oder sogar leichten Gewinnen raus. Das ist einfach die verschiedene Perspektive hier auf die Märkte. Schauen wir uns mal an, was hier eben an diesen Märkten los ist. Wir starten mit wem? Mit dem deutschen Leitindex, der am Anfang so ein bisschen gebraucht hat, um das Ganze einzuordnen. Ja, wie die Märkte ja insgesamt. Wir waren bei 12.573 im Hoch nach diesem EZB-Statement um 13.45 von wegen, ja, wenn nötig, dann müssen wir noch mehr QI betreiben. Und das war eigentlich so ein bisschen die Erwartung des Marktes, dass dieser Passus fallen gelassen wird, dass das weggelassen wird. Das war nicht der Fall. Wir sind jetzt in der Situation, dass wir diese 12.535er Widerstandszone heute ja überwunden haben. Aber die ist jetzt schon so oft durchhandelt worden, dass die ihre Relevanz verloren hat. Relevant ist vielmehr jetzt diese 12.573, die war hier schon mal wichtig gewesen. Jetzt kürzlich war sozusagen der Auftakt für einen Abverkauf, war die Spitze. Hier haben wir diese Spitze genau eingestellt. Das wird jetzt die relevante Zone sein, darüber dann die 12.677, dann die 12.730. Aber es droht eben eher nach meiner Auffassung ein Unterschreiten der 12.310, weil eben schlichtweg jetzt die Perspektive da ist, dass dieses QE aufhört und damit sowas Ähnliches sich vollzieht, wie ich heute Morgen schon im Video-Aspekt gesagt hatte, wie das Taper Tantrum der FED damals im
2013. Schauen wir uns mal die US-Indizes an, die nach wie vor relativ stabil aufgestellt sind. Wir sehen hier diesen kleinen Erschrecker unter die 2470er Marke, nachdem diese Geschichte bekannt geworden ist mit diesen Untersuchungen der Geschäftstätigkeiten von Trump, Kushner und Manafort. Wir sehen den Vergleich zwischen DAX und der S&P 500 und da ist einfach die Lücke jetzt noch größer geworden. Wie gesagt, der starke Euro ist so eine Schmerzensgeldprämie für ausländische Investoren. Man hört überall in den amerikanischen Finanzmedien, Europa super, will ich kaufen, von Fondsmanagern etc. Alle sind super bullish, aber so richtig scheint sich das nicht in der Realität zu manifestieren, um es mal vorsichtig zu formulieren. Wir haben den Dow Jones nach wie vor über der 21.600er Marke, sehen den Nasdaq auch natürlich mit neuem Allzeithoch bei 5.919. Aber der Euro, der macht Sorgen. Hier zunächst der Rücksetzer nach diesem Statement. Notfalls Ausweitung des QI, bla bla, aber dann eben hier vor allem die Aussage, erstens wirtschaftsstark, zweitens wir werden im Herbst entscheiden, wahrscheinlich September, Oktober ist unwahrscheinlich, im September oder Ende August ist ja dann die Notenbankerkonferenz in Jackson Hole, da könnte Draghi sozusagen die erste Ankündigung machen. Wie gesagt, die EZB hat im Grunde nur ein großes Problem, sie kann das QI nicht wirklich fortsetzen on the long run. Es fehlen einfach da deutsche, niederländische und finnische Anleihen, die man kaufen kann. Also muss das Programm technisch enden. Da kann die Inflation machen, was sie will. Da können die Parameter machen, was sie wollen. Da hat das im Grunde gar keine Bedeutung mehr. Wir sehen hier diese konträre Reaktion. Wenn hier der Kurs steigt bei der italienischen 10-jährigen Staatsanleihe, dann fällt die Rendite. Und in der Summe ist die Rendite gefallen. Kommt zwar wieder ein bisschen jetzt zurück. Also man liest in Italien etwas anderes raus, als der Euro das herausliest. Im Prinzip Schizophrenie. Wir sehen ein Druck auf den Dollar an breitester Front, 111,70 jetzt bei Dollar-Yen. Wie gesagt, der Dollar verprügelt, weil das eben diese Untersuchung mit der Trump, das schwächt eben sozusagen den Dollar, hat die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass da doch Trump wohl vor Ungemach steht. Wir sehen hier den Ölpreis, $47,27. Man hat so das Gefühl, der Ölpreis könnte jetzt mal im kurzen Zeitfenster seinen Boden gefunden haben. Alle haben ein massives Interesse daran, dass der Ölpreis sich hält oder vielleicht sogar steigt. Vor allem die Saudis, Aramco, dieser große Staatskonzern, soll ja an die Börse gebracht werden. Da braucht man einen ordentlichen Ölpreis. Wir sehen den Goldpreis, naja, ein bisschen unterstützt, nachdem es hier schon wieder schlecht aussah. Aber dann eben diese Trump-Geschichte hilft ein bisschen. Der Dollarabverkauf hilft eben hier. Wir sehen den Silberpreis ähnlich unterwegs, 16,37. Wir sehen heute massive Verluste. Bei Lufthansa hat im Grunde gestern schon angefangen oder Wochenanfang schon angefangen. Was ist da los? Es gibt eigentlich gar keine negativen Nachrichten, aber irgendwie heißt es, wenn man sich Medienberichte durchliest, ja, das sei Sektorrotation, die Luftfahrtaktien seien gut gelaufen, jetzt geht man da raus, aber erklärt das so ein massives Minus? 8,6%, als ich zuletzt drauf geschaut habe, eher nicht. Wir haben dann noch, um sie mit einer wunderbaren und positiven Nachricht zu entlassen, Sears Holdings, einer der ganz, ganz großen Einzelhändler, der so schwer unter Druck war in letzter Zeit, weil die Verkaufszahlen einbrechen, man muss Läden dicht machen etc., hat jetzt aber einen Deal mit Amazon geschlossen, kann Produkte auf der Amazon-Plattform verkaufen, das dürfte die Verkaufszahlen natürlich erhöhen und das zeigt, dass wohl die einzige Chance des klassischen stationären Einzelhandels ist, mit Amazon irgendwie einen Deal zu finden, zu kooperieren, dann kann man überleben, die Aktien schießen massiv nach oben, zweistellig geht es hier nach oben. Also, das wird jetzt eine sehr, sehr schwierige Geschichte für den DAX. Der Euro tendiert jetzt weiter nach oben, da spricht nichts dagegen, außer jemand von der EZB versucht wieder dazwischen zu hauen, aber das wird jetzt schwer, das heißt, der Weg nach oben ist weiter geöffnet und das kann dem DAX nicht gefallen, das dürfte den DAX weiter belasten. Und jetzt wünsche ich einen schönen Feierabend. Bis dann, ciao.